Mein Hund ist weg! Der Tierschutzverein kommt. Hey, die Katzen! Abschließen für jeden. Wir haben jetzt Sonntag. Die Werte, das heißt, werden die Sims bis nächsten Sonntag noch da sein? Es bleibt spannend. Herzlich willkommen zu einem neuen Video und heute machen wir die ultimativste Challenge überhaupt, denn es gibt ja quasi diese Tiny Houses, diese kleinen Häuser, die dafür gemacht sind, dass Sims quasi in den kleinsten Häuserchen überhaupt leben. Aber ich wäre ja nicht ich, wenn ich sadistisch veranlagt wäre, was ein Spaß ist, und mache dieses Haus noch kleiner, lasse ganz viele Leute einziehen und schaue, wie lange diese Leute dort überleben können. Außerdem gibt es ja noch ein paar Aggressionsmods, die aktiviert sind, die das Ganze sehr spannend machen. Und meine Community sagt euch wie immer auch Hi! Falls du auch mal live dabei sein willst, komm auf www.twitch.tv/saftigesnoot, denn hier machen wir solche abartigen Sachen. Und jetzt geht's los. Damit das alles so funktioniert, wie ich will, mache ich auf jeden Fall mal meine Cheats an. Ich habe gesagt, ich mache meine Cheats an! So, dann machen wir das jetzt hier hin. Aber ich finde, das könnte ja eigentlich auch so sein. Das machen wir alles noch ein bisschen schmäler. Das Fenster, das braucht keiner. So, dann haben wir hier schon mal Platz gespart. Das heißt, ich kann theoretisch diese Wand hier schon mal viel kürzer machen. Das brauchen wir nicht. Das ist alles Platzverschwendung. Das braucht keine Sau! Die Tür braucht auch kein Schwein. Oh Gott, die armen Sims, die tun mir schon richtig leid. So, perfekt. So, yo, geil. Ja, wir haben eine Leiter hier. Hübsch. Hübsch. Wunderhübsch. So, Leute, das Glashaus ist fertig. Ich würde sagen, dann lassen wir mal glückliche Sims einziehen. Ihr dürft entscheiden, wen. Und wichtig, Leute, die Challenge ist, wie lange sollen wir gucken, dass die Sims überleben müssen? Wir nehmen anstrengende Leute. Der wäre doch gut. Den nennen wir... Da fangen wir schon mal an mit Klaus. Der ist böse und der ist eifersüchtig. Das sind die besten Eigenschaften, mit denen man in so einem kleinen Haus lange zusammenbleibt, wohnen zu wollen. Das ist schon mal sehr gut. Wir machen einen neuen Sims. Martin ist gemein und der Martin ist böse. So. Okkulten-Sim erstellen. What? Machine viva. Ich habe zu lange kein Sims gespielt. So, wir machen jetzt noch eine Oma. So eine ganz nette... Nee, die Omas auch aggro. Omas müssen immer aggro sein. Das passt so irgendwie. Dann brauchen wir auf jeden Fall noch Teenager, die rumnerven. Das ist ganz wichtig. Die Martina von hinten. Und auch einen, der so Bro-Typ ist, so dem alles juck ist und der keine Kinder... Mag keine Kinder. Und dann nehmen wir noch eine Katze, oder? Komm, Hund muss auch rein. Zwei Beagles. Beagle! Beagle sind anstrengend. Ich habe auch zwei Beagles. Die fressen den Gang. Genauso sind die. Und einer ist ganz fett. Ein Beagle ist ganz fett. Genau. Ganz fett. Und der braucht auch Eigenschaften. Der Snoopy soll aggressiv sein. Das sind meine Hunde. Okay, dann würde ich sagen, erstelle einen Sim verlassen. Wir sind fertig, Leute. Jetzt geht's richtig ab. Da dürft ihr einziehen. Und dann fangen wir an, Leute. Hä? Wo sind meine Leute? Warum ist die Familie weg? Nein! 2000 Jahre später. Jetzt bin ich gespannt. Wie reagieren sie das erste Mal auf das neue Haus? Wir sehen hier schon die ersten Begeisterten, die hier schon reinlaufen, die Psychopathen-Omi. Die geht schon direkt mal hoch. Die gehen alle zusammen hoch. Schau mal, die machen den Human Centipede! Oh mein Gott! Okay. Die Hildegard ist glücklich. Die Hildegard hat doch schon diese Psychopathen-Eigenschaft, oder? Ja, die hat absolut die Psychopathen-Eigenschaft. Was ist denn das? Hä? Nachbarin, Yandere Simulator. Oh, das sind meine... Ach so, ups, das sind meine Nachbarn. Das sind meine Nachbarn. Da hat es irgendwie die Skins nicht geladen. Bis jetzt, also der Oma geht's noch am besten. Dem geht's schon gar nicht so gut. Der hat keinen Spaß mehr, hat Hunger und ist am Arsch. Der geht's relativ gut. Dem geht's auch noch gut, der hat langsam Hunger. Der Hund hat auch langsam Hunger und die Katze, die schläft einfach nur. Okay. Die Oma schläft. Die Oma pennt, die Egoistin. Und alle anderen nicht. Wir haben jetzt Sonntag. Das heißt, werden die Sims bis nächsten Sonntag noch da sein? Es bleibt spannend. So, auf jeden Fall, ich muss sagen, den Sims geht's auf einmal immer schlechter. Den Tieren dagegen... Boah, die haben sich verprügelt gerade. Madame ist weggelaufen. Madame, nein! Madame! Die
Die Katze hat's geschafft, den Hund zu vertreiben. Du Monster. Ist das erste Struggles? Oh, er muss pinkeln. Ach, herrje, ja, dann viel Spaß. Kannst ja unten machen, wir haben ja extra eine Toilette. Die Oma ist auch noch nicht ausgerastet. Ich bin echt begeistert, weil der geht's noch richtig gut. Die hat noch nicht ihre psychopathischen Triebe ausgelassen an irgendwem von alleine. Oh. So solltest du draußen niemals schlafen, meine Liebe. Ich glaube, der Oma geht's echt noch am besten. Die setzt sich hier... Was ist denn das hier, bitteschön? What the fuck? Hä? What? Was ist das? So, wir haben erst Montag und die Leute, die sind jetzt schon echt relativ fertig. Wie lange können sie tatsächlich überleben? Hier sehen wir schon, der Spaß ist extrem weit unten. Anbrüllen! Los, schrei sie an! Das kannst du doch so gut! Schrei die Katze an! Boah! Was macht die Oma? Die macht gar nichts. Hier, vielleicht... Oh, der ist ja... Ah, da ist unser Hund! Unser Hund ist wieder da! Ach, du Scheiße! Da kommt er wieder angekrochen, die... Oh, Happy Birthday! Der Hund hat Geburtstag! Der Hund hat Geburtstag! Okay, die Oma... Der Oma reicht's jetzt. Oh mein Gott, ist das behindert. Oh, Scheiße. Oh, der Hund. Hä? Was ist denn das jetzt? Mein Hund ist weg. Was ist denn das? Der Tierschutzverein kommt. Die haben... Warte mal. Nein, du nimmst mir meinen Hund nicht weg, Alte. Ich kann mit der nicht reden. Die dumme Nancy. Nein, mein Hund ist weg. Ach, die Tür war zu für ihn. Ups, die Katze kommt ja auch nicht mehr raus. Der war ausgesperrt. Die Katze kommt auch nicht mehr raus. Schau mal, wie sie schreit. Lass mich raus, lass mich raus, lass mich raus. Egal, keiner kommt mehr rein oder raus. Keiner kommt mehr raus. Hey, die Katzen. Abschließend für jeden. Big Brother mit 10.000 Katzen. Die Katzen kommen auch nicht mehr raus. Ach du Scheiße. Keiner kommt mehr raus jetzt. Keiner kommt mehr rein und keiner kommt mehr raus. Das ist ja schrecklich. Das kleinste Haus der Welt. Es drehen alle durch. So, wir spulen mal einfach weiter vor und gucken, was passiert. So. Letzter Tag. Samstag. Die Werte sehen ähnlich beschissen aus wie bereits am Donnerstag. Sie kämpfen, sie kommen immer wieder hoch, weil es immer wieder einer schafft zu schlafen. Aber ich glaube, so an ihr Limit kommen sie nicht. Aber das werden wir jetzt noch beobachten. Vielleicht passiert ja Sonntag noch irgendwas Krasses. Wie sie schon schaut. Das darf auf jeden Fall mal sein nach so einer langen Zeit. Lauf! Lauf! Und die oben juckt es halt überhaupt nicht. So, die Oma. Die Oma wird jetzt richtig böse. Nemesis, du sollst nicht deine Probleme bereden, du sollst durchdrehen, verdammt. Kein Platz, um durchzudrehen, sagt er. Ach du Scheiße, über Probleme beschweren. Ich habe keinen Platz, jemanden zu eliminieren, Leute. Das Haus ist sogar zu klein für Gewalttaten. Also, Leute, der Test. Die Sims überleben eine Woche, es ist zu klein für Gewalttaten, es ist zu klein, um sonst irgendwas in seinem Leben zu tun. Das heißt, dieses Haus schützt euch auf jeden Fall vor allem. Kauft es, Kaltmiete, 5.000 Euro im Monat, das sollte man auf jeden Fall kaufen. Die Community hat den Sims eine Woche in Sims-Zeit gegeben, sie haben überlebt und wir haben dann die Tür irgendwann abgesperrt. Also würde ich sagen, die Sims sind in so einem kleinen Haus definitiv überlebensfähig, alleine sowieso zu 8, beziehungsweise sind ja schon 2 weg. Sehr spannend auf jeden Fall dieses Experiment. Ich würde sagen, das war das kleinste Sims-Haus, das ich in meinem ganzen Leben je gebaut hat. Sims, der Nemesis gerade hier und heult sich gerade aus über seine Probleme. Sehr interessant, während hier der Vater genau weiß, was er will. Ich sage auf jeden Fall, lasst einen Daumen nach oben da. Wenn es euch gefallen hat, kommt gerne auf www.twitch.tv/saftiges Nu vorbei. Da streamen wir jetzt regelmäßig und machen so Schabernack. Ich sage wie immer Dankeschön. Schreibt die Kommentare, was wir als nächstes Mal testen sollen in Sims. Und die Community sagt auch wie immer, bye. Und Ade mit E war schee. Und das sind keine Hörnchen.